Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Unity hier auf dem Dohen-Kanal. Und ja, wir machen weiter, wo wir das letzte Mal so richtig schön gefailt haben. Und zwar ziemlich. Ich habe mir dann gesagt, die Mission breche ich ab und habe in der Zwischenzeit andere Aufträge gemacht und habe somit auch andere Kleider bekommen. Größtenteils legendäre Kleider. Und eine davon hat. Hallo, nicht beschlagen. Eine davon hat die schöne Fähigkeit, den Erkennungswert in besetzten Zonen um 75% zu verringern. Was schon mal sehen. Belastende Beweise. Belastende Beweise. Obwohl ich gerade gesehen wurde. Oder? Wurde ich gerade gesehen? Ja, okay. Aber den kriege ich da weg. Glaube ich. Hoffe ich. Und den kriege ich auch weg. Gut. Eine Depesche. Das höre ich mir. Okay, das habe ich jetzt einfach mal weggeklickt. Warum weiß ich wohl kaum geeignet, um einen Tyrannen zu stürzen. Ah. Sieht wie ein Tagebuch aus. Das könnte interessanter sein. Um genau 5 Uhr morgens soll ein genereller Aufruf in Paris erscheinen. Dieser Aufruf soll alle Bürger, sowie Männer als auch Frauen, auffordern, sofort ihre Häuser in den geliebten Farben der Freiheit zu schmücken. Entweder durch das Aufhängen der Fahnen oder mit Girlanden aus Blumen und anderen Pflanzen. Okay, ich glaube, es ist auch nicht so gut. Jemanden nicht ganz das, wonach ich suche. Als Schurken dazustellen. Da hinten ist noch eins. Merlin, Tallien, Bourdon, allesamt Abgeordnete des Nationalkonvents. Das ist natürlich schlecht. Listen von politischen Figuren, geschrieben von der Hand eines Mannes, der seine Rivalen gern auf die Guillotine schickt. Ja, das sollte doch funktionieren. Yep. Eindeutig. Sondern es erschuf das Universum, um seine Macht zu zelebrieren. Es erschuf die Menschen, um den Menschen. So, jetzt müssen wir nur noch hier raus, ohne gesehen zu werden. Einfach rauslaufen? Ja. Und dann irgendwo hin. Ah. Genau. Das war natürlich jetzt ziemlich klug, zu den anderen Soldaten nach hinten zu laufen. Aber egal. Hey, hör auf mich zu schießen. Ha, gut, die haben den Heuhaufen geschossen und jetzt, ja, würde ich sagen, bin ich hier auch los. Stimmt, man kann ja einfach schwimmen gehen. Das ist das Schöne. Das ist eine der wenigen Sachen, wo die Gegner wirklich nicht nachkommen. Das Schwimmen. Man kann einfach wegschwimmen. Nur vermisse ich hier halt, ich glaube, das habe ich sogar schon mal gesagt, das Untertauchen. Das war so cool. Ich weiß, dass es das in Revelations gab, das gab es in 3, glaube ich, auch. Und in Liberation gab es das auch. Hier nicht mehr. Schade. Aber hier gibt es ja auch ein Deckungssystem. Sowas wie ein Splinter Cell. Oder nicht. So, wir müssen jetzt mit Elise sprechen. Gut, und wir laufen natürlich ganz außen rum, damit niemand unsere schönen Schritte hört. Oder dass niemand uns entdeckt, genauso rum. Aber die Extremisten sehen das natürlich trotzdem typisch. Ich
Ich habe meinen geilen Umhang an. Nun? Ihr könnt mich nicht sehen. Eine Namensliste. Mit etwa 50 Abgeordneten des Nationalkonvents. Alle in Robespierres Handschrift und alles seine Gegner. Ich nehme an, es würde diese Herren sehr interessieren, dass sie auf der Liste stehen. Doch zuerst... Monsieur Robespierre hat private Erfrischungen. Lenkt die Wachen ab. Ich habe eine Idee. Lenkt die Wachen ab. Klar. Wir sollen die Wachen ablenken. Wie können wir denn die Wachen ablenken? Und dem Gift des Atheismus können sie der Welt nicht mehr schaden. Bewaffnet mit dem Dolch des Fanatismus und dem Gift des Atheismus. Also ich würde mal sagen, bewaffnet mit den Dolchen des Fanatismus und dem Gift des Atheismus. Ich lenke die Waffen etwas anders ab, so dass sie mich nicht mehr sehen. Oh, das. Das war schlecht. Jetzt hab ich ihn! Du Hure! Ich glaube, er kann zu viel. Aua! Hallo! Nein, der schießt mich ab! Ja, das war's. Können wir nochmal von neu machen? Juhu! Hat doch so viel Spaß. Ach, toll. Bewaffnet mit den Dolchen des Fanatismus und dem Gift des Also ich muss ein bisschen folgen und kann ja können sie der Welt nicht mehr schaden. Super. Bewaffnet mit den Dolchen des Fanatismus und dem Gift des Atheismus können sie der Welt nicht mehr schaden. Kriege ich das hin? Bewaffnet mit den Dolchen des Fanatismus und genauer nachsehen. Und dem Nein. Gift des Atheismus. Aber jetzt? Laufen wir mal bei dem noch von hinten ran. Oder? Aua. Naja, immerhin hat uns keiner gesehen dabei. Ja, wir sehen nur total gut verspielt aus. Können wir uns hier hinter den Sachen verstecken? Nein. Was zum... Ich muss sagen, diese Aufkommen sind total überpowered. Zu denen, die gut sind. Barmherzig zu den Unglücklichen. Und lasst uns großzügig sein. So nett aus, da hinten einfach diese eine schöne Freundin zu haben mit dem Blut, das jetzt wieder weg ist. Mutterkornpulver. Führt zu Halluzinationen. So wird er als Irre erscheinen. Nun müssen wir ihn nur noch gefährlich aussehen lassen. Die Namensliste. Sie muss in die richtigen Hände gelangen. Anonym. Wenn unsere Verwicklung auffliegt, weiß Germain Bescheid. Überlass das nur mir. Gut. Also müssen wir jetzt da einfach hinlaufen oder wie machen wir das? Robespierre schwafelt von Freiheit und Gnade, während Tausende zur Guillotine geführt werden. Würde Danton das sehen müssen, würde er an seiner Trauer ersticken. Wenn ich dich in die Finger kriege, reiß ich dir die Augen auf! Natürlich, Madame. Was ist denn? Sie nun es komplett von der Erde zu bannen und alleine im Terror zu herrschen. Bürger! Okay, der hat scheinbar
schon mal seinen Zettel gefunden. Das brauchen nur noch die nächsten zwei. Oh, ob das gut geht? Nein, natürlich geht das nicht gut. Verdammt, Seht euch den eitlen Fatzke an. Kult des höchsten Wesens, allerdings. Scheiße. Auch wenn schon Corvus Pierre ist populär, aber er ist nicht Gott. Auch wenn er das Glauben macht, oh, ne, das war's. Jetzt sind wir alle auf mich drauf. Okay, bis gleich. Hier wieder. Ich habe jetzt auch wieder mal vorgespult. Ich muss ja nicht alles sehen, was ich falsch mache. Nein, ich diesmal den getötet, das ist nicht. Nein, ich gehe schon mal auf Nummer sicher. Nummer sicher. Seht euch den eitlen Fatzke an. Kult des höchsten Wesens, allerdings. Wo willst du hin? Wir würden dir gerne den Ausstieg von einer Macht. In eurer Tasche da. Menschen, wer auch immer ihr seid, ihr dürft wieder gut über euch denken. Ihr könnt euer flüchtiges Leben wieder durch und der Unsterblichkeit widmen. Ich muss jemanden in Verruf bringen. Naja, wir machen das ja nicht absichtlich. Ja, doch, wir machen das absichtlich, aber ich meine jetzt, wir machen das nicht. Oh, verdammt. Wir machen das natürlich, als wären wir der Gerechte. Oder, boah, wie wollt ihr? Wir machen das mit einem guten Grund. Genau. Gegen unsere Tyrannen sein. Unbeirrbar in der Hitze. So, wie kriegen wir die da weg? Haben wir da irgendwie Fischkernbomben? Lasst uns nicht auf ungetrübten Wohlstand hoffen. Seid ein Mann und stellt euch mir! Bon Dieu, le décapita! So, jetzt kommen wir daran. Sie können die Welt nicht von der Brust ihres Töpfers nehmen. Boah, steckst du mein geheimnisvoller Freund. Oh, die laufen von mir weg. Ey, wie soll ich das dann platzieren? Das stimmt was nicht. Ja, natürlich stimmt da was nicht. Die Leute lassen sich nicht ja, den lässt sich nichts in die Tasche stecken, wenn man von vorne dran geht. Ja, das klingt natürlich wieder super. Nein, so. Versuchen wir das gleiche dann nochmal. Lasst uns leidenschaftlich und unnachgiebig in unserem Zorn gegen unsere. Jetzt müssten die laufen. Lauf mal schön. Hopp. Genau. Die portieren sich wieder dahin, wo sie hingehören. Und wir laufen dahin, wo wir nicht hin sollen. Sollte diesem kleinen Emporkömmling eine Lektion. Aber alles geht. Ah, super. Jetzt sind wir wieder entdeckt. Egal. Wir haben es geschafft. Es ist die Weisheit vor allem, die unsere schuldigen Feinde aus der Republik vertreiben will. Der Weisheit allein obliegt es, den Wohlstand von Imperien dauerhaft zu gewährleisten. Nur sie. Eine Liste der Feinde der Revolution? Das sind fast 50 Namen. Doch, der geht jetzt wirklich zu weit. Okay. Da trug der Fuchs im Hühnerhaus. Die armen Henne. Und nun? Wir warten. Das dauert nicht lange. Wenn Robespierre die Unterstützung des Volkes verliert, ist der Germain nicht mehr von Nutzen. Und wenn Germain ihn fallen lässt... Ist er verwundbar. Gehen wir. Gut, dann haben wir es geschafft. Übrigens, ich spiele seit der letzten Folge mit dem Patch 1.0.4. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie sinnvoll ist, aber ich wollte es mal erwähnen. So. Ja, und... Wo müssen wir jetzt als nächstes hin? Okay, wir laufen zum Aussichtspunkt als erstes. Ja, ist ja auch das letzte Stückchen, was wir noch nicht gemacht haben. Glaube ich. Müsste es eigentlich sein. Gut.
Und dann neigen wir uns schon so langsam dem Ende zu. Also, viel ist es nicht mehr. Ich weiß es ja, ich habe es ja schon zu Ende gespielt, aber ich muss ja sagen, wir neigen uns dem Ende zu. Und es gibt eine wesentliche Neuerung. Man kann jetzt über die Weinreben laufen. Gut, ich würde sagen, für heute ist Schluss. Und dann bis zum nächsten Mal. Aber erstmal klettern wir noch diese schöne Kirche hoch. Ja, komm, hopp, stöhn nicht so viel. Lauf eher. Und na, komm nach oben. Und dann mit der wundervollen Aussicht verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein.